Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Lullaby. Die Sterne leuchteten erneut am Nachthimmel. Sie hatten es schon immer getan und werden es immer tun. Gerade an diesem Ort, mit dem ich so viele Erinnerungen verbinde. Eine alte Heimat, welche ich nie vergessen werde. Nachdem unsere großen Abenteuer nach all der Zeit endlich zu Ende waren, waren wir wieder an diesen Ort zurückgekehrt. Unsere Erinnerungen sollten wohl verschwommen sein, doch all die Reisen würden mir immer im Gedächtnis bleiben. Doch auch dieser Ort. Seelenruhig lag ich am Rande des Schmuckstädter Cliffs und sah hinauf in den Sternenhimmel. So in Gedanken versunken, hörte ich kaum, wie das Gras hinter mir leise raschelte, als jemand kam, um mir Gesellschaft zu leisten. Funkenherz, bist du mir gefolgt? Ich konnte nicht schlafen und da habe ich bemerkt, dass die Haustür offen stand und du weg warst. Da bin ich dich suchen gegangen. Warum bist du denn hier? Ach, einfach für die Erinnerung. Es begann alles hier. Es ging hier weiter. Und es endete alles hier. Dieser Ort ist für mich einzigartig und wird es immer sein. War Papa auch oft an diesem Ort? Ja. Ja, das war er. Immer waren wir zusammen hier. Schon damals waren wir unzertrennlich. Wir werden es immer sein. Ich bemerkte Mitleid in den großen gelben Augen meiner Tochter, als sie sich an mich presste. Du kommst oft zum Nachdenken her, nicht? Du kannst immer noch nicht loslassen, oder? Ich merkte, wie eine Träne sich in mein Auge schlich. Nein. Ich weiß nicht, ob ich das je können werde. Aber mach dir keine Sorgen um mich. Ich werde weiterhin für dich da sein. Für eine Weile saßen wir beide still zusammen am Cliff und sahen hinauf in die Sterne. Das leise Rauschen der Wellen weit unter uns war so, wie ich es von diesem Ort gewohnt war. Irgendwie fühlte sich dieser Moment besonders an. Einerseits spürte ich, wie viel sich in den Jahren verändert hatte. Doch irgendwie war es auch noch gleich. Von meinem geistigen Auge sah ich mich und meinen damals besten Freund Shinux. Es war alles so wie auch jetzt. Wir saßen zusammen an diesem Ort und blickten in den Sternenhimmel. Hätte ich ein Foto von dem Moment damals und eines von diesem Moment jetzt? Der einzige Unterschied wäre, wie sehr ich gewachsen bin. Funkenherz sah ihrem Vater wirklich ähnlich. Sie hatte dieselbe Leidenschaft in ihren Augen, die ich so kannte und liebte. Ich wusste seit unserer ersten Begegnung, dass dieses Feuer der Leidenschaft bis zu seinem letzten Atemzug in seiner Seele leuchten würde. Es war eine der Sachen, die ich so an ihm liebte. Ich verfiel in Erinnerungen an die alten Zeiten, an diesen Abend damals. Der Abend, an dem ich eine der größten Entscheidungen meines Lebens traf. Als ich an diesem Abend an dem Cliff ankam, saß Shinux bereits hier und blickte in die Sterne. Wir trafen uns schon seit Wochen regelmäßig. Meine Eltern setzten jedoch alles daran, dies zu verhindern. Gerade vor diesem Treffen waren sie deutlicher gewesen als je zuvor. Sie wollten mich nicht einmal gehen lassen. Ich schlich mich letztlich heimlich aus dem Haus und ging an diesen Ort. Shinux hatte mich bereits hier erwartet. Wie meistens. Er verbrachte viel Zeit an diesem Ort, auch wenn wir nicht zusammen waren. Ohne Erinnerung und ohne Geld hatte er es schwer, eine Bleibe zu finden, sodass er sich letztlich in diesem Cliff eingerichtet hatte. Deswegen wusste ich, wenn ich ihn sehen wollte, dann könnte ich immer dorthin kommen. Schon damals war er immer für mich da gewesen. Ich wusste, wie schwer alles für ihn sein musste, da viele Pokémon ihm mit viel Misstrauen begegneten. Ich war eigentlich die Einzige, die er hatte. Und deshalb war ich ihm jederzeit willkommen. Er hatte immer ein offenes Ohr für mich und stand mir immer zur Seite, wenn ich jemanden brauchte, von dem ich mich nicht verachtet fühlte, wie damals bei meinen Eltern. Dieser Abend war jedoch etwas anders. Als ich beim Cliff ankam, wartete Shinux bereits auf mich.
den Blick gerade in die Wolken gerichtet. Die Sterne waren für uns schon immer ein Zeichen des Mysteriösen und des Schönen gewesen. Und so sahen wir sie uns immer zusammen an. Bereits bei meiner Ankunft fiel es meinem damals einzigen wirklichen Freund unfassbar schnell auf. Ich war zu diesen Zeiten, vor all diesen Jahren, oft unsagbar unglücklich gewesen. Ich fühlte mich, als hätte sich die gesamte Welt verbündet und verschworen, einzig und alleine gegen mich. In diesem Sturm der Emotionen eine Zuflucht zu finden, in der ich sagen konnte, was ich dachte, denken konnte, was ich wollte, einfach sein konnte, wer ich sein wollte. Es veränderte mein Leben. Auch an diesem Abend war ich wieder verzweifelt, am Boden zerstört. Der Streit mit meinen Eltern saß tief. Der Streit, als sie versuchten, mir jeglichen Kontakt mit Shinnok zu verbieten. Als ich am Cliff ankam, sah er sofort, in welchem mentalen Zustand ich nun wieder war. Er musste mich gar nicht anblicken, um meine Trauer zu spüren. Doch trotzdem blickte er mich an. Jedes Mal wieder. Jedes Mal, wenn ich in meiner Trauer zu ihm kam, grüßte er mich mit diesem Blick, der mir sofort zeigte, dass ich an diesem Ort, wo auch immer Shinnok gerade war, an diesem Ort wäre ich willkommen. Ein Blick, der mir sagte, dass ich mich nicht verstecken müsste. Ein Blick, der Hoffnung und Mitleid schenkte, ohne mich dabei klein fühlen zu lassen. Das war es, was uns von der ersten Sekunde verband. Ich und Shinnok waren immer auf Augenhöhe gewesen. Nie stellten wir uns auf unterschiedliche Stufen. Unser beider Interessen, Gefühle, Gedanken, sie waren immer gleich viel wert. Shinnok war von Anfang an der Einzige gewesen, der wirklich verstand, was ich dachte, was ich brauchte, um Zufriedenheit zu erlangen. Auch wenn dieses Gefühl der Zufriedenheit selten war in den damaligen Tagen. Dieser warme Blick hieß mich an diesem Abend ein weiteres Mal willkommen, an meinem eigenen kleinen Zufluchtsort. Das Cliff war auch für mich inzwischen wie ein zweites Heim geworden. Ich setzte mich direkt neben Shinnok nieder. Keiner von uns sagte ein Wort. Um Trost zu finden, das wusste er bestens, brauchte ich keine Worte von ihm. Gerade bei Shinnok spürte ich oft, wie wahr die alte Redewendung sein konnte. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Gerade in einem solchen Zustand brauchte ich wirklich Ruhe. Doch gleichzeitig wollte ich nicht alleine sein. Und genau dabei half Shinnok mir. Wieder und wieder und wieder. Doch natürlich saßen wir nie all die Zeit bloß stumm beieinander und betrachteten die Sterne. Wir ließen uns nur einige Minuten Zeit. Denn solange wir beide hier waren, zusammen an diesem Ort, war Zeit nichts weiter als nur eine Zahl. Keine Minute mussten wir uns Gedanken machen, dass wir unsere Zeit irgendwie verschwendeten. Es war einfach nicht möglich, solange wir zusammen an diesem Ort waren. Nach einer kurzen Weile begann Shinnok so zu sprechen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Bulbi. Du kannst immer zu mir kommen, wenn du es brauchst. Das weißt du. Seine Worte beruhigten den Wirbel meiner Gedanken immer. Doch an diesem speziellen Abend schienen sie eher ungut gewählt. Ich wünschte, es wäre so. Aber meine Eltern verbieten mir schon, hierher zu kommen. Auch nach dieser Aussage blieb er sehr ruhig. Ich habe ehrlich gesagt bereits erwartet, dass so etwas passieren würde. Aber sie kennen diesen Ort nicht und ich werde immer hier warten. Natürlich stimmte es, was er sagte. Ich und meine Eltern lebten damals im Wald, etwas entfernt von Schmuckstadt. Mitten in dem Wald, in dem ich Shinnok auch kennengelernt hatte. In Schmuckstadt selber waren wir eigentlich nie. Naja, meine Eltern zumindest. Ja, aber was ist, wenn sie diesen Ort irgendwann finden? Sie haben heute schon extra die Haustür versperrt, damit ich nicht gehen könnte, um dich zu sehen. Ich bin extra aus dem Fenster geflohen. Anders als ich wirkte Shinnok jedoch noch fester entschlossen durch diese Aussage meinerseits.
Solange wir zusammenhalten, kann niemand etwas dagegen tun. Es ist unsere Freiheit, uns zu sehen, wann wir wollen. Und wenn jemand versucht, etwas dagegen zu tun, dann halten wir zusammen. Komme, was wolle. In diesen schweren Zeiten war er derjenige, der es schaffte, mir Mut zu machen. Egal wie aussichtslos alles wirkte. Egal wie wenig Hoffnung ich hatte und wie verzweifelt ich war. Shinnok schaffte es immer. Und auch auf unseren großen Abenteuern später. Bis zum letzten Kampf hin. Er gab mir den Mut zur Wahrheit. Den Mut, ich selbst zu sein. Du hast recht. Aber andererseits, glaubst du nicht, dass es alles nur schlimmer machen würde? Wenn wir uns weiterhin treffen, wieder und wieder. Meine Eltern bemerken natürlich, wenn ich wieder nach Hause komme und letztlich, wäre es nicht ein endloser Kreislauf? Sie würden mit härteren Mitteln versuchen, es zu verhindern. Wir würden es nicht zulassen. Weiter und weiter. Was würde das bringen? Shinnok glaubte an das Gute in beinahe jedem. Pokémon, die ich einfach abgestempelt hätte, sah er immer noch in einem anderen Licht. In jedem, ohne Ausnahme. So sagte er mir immer und immer wieder, steckt etwas Gutes. Und wenn es nur ein kleiner Funken Hoffnung sei, dann sei es unser aller Aufgabe, diesen Funken zu einem Feuer zu machen. Und auch hier wieder. Er glaubte daran, meine Eltern ändern zu können. Denkst du denn nicht, wenn wir alles geben, um einander sehen zu können, dass deine Eltern es dann irgendwann einsehen? Dass sie sehen, dass es dir wichtig ist? Ich bin mir sicher, wir können sie überzeugen. Alles, was wir dazu brauchen, ist Entschlossenheit und gute Absichten. Doch wie so oft in den dunklen Zeiten meiner Jugend konnte ich, auch in den Zeiten, in denen er mir Hoffnung schenkte, alles gab, damit ich mich besser fühlte. Ich konnte einfach nicht denselben Optimismus aufbringen. Warum sollten sie sich jetzt auf einmal ändern? Ich habe schon alles versucht, um sie irgendwie davon zu überzeugen. Sie davon zu überzeugen, dir zumindest eine Chance zu lassen. Aber sie sind nicht gewillt, mich im Geringsten anzuhören. Es tut mir leid, Shinnok, aber es hat keinen Zweck. Zum ersten Mal an diesem Abend, beinahe zum ersten Mal in all der Zeit, die ich ihn bereits kannte, schien selbst er keinen Rat zu haben. Wenn du dir so sicher bist, dass sie mich niemals akzeptieren werden, so wie die meisten in der Stadt auch, dann wäre es vermutlich das Beste für alle, wenn ich einfach gehen würde. Gehen? Als ich auf einmal damals diese Worte aus Shinnoks Mund hörte, verstand ich zunächst gar nicht, was er gerade wirklich gesagt hatte. Was? Wovon redest du? Wie gehen? Dieser Moment war einer der bedeutendsten, der in meiner langjährigen Beziehung zu Shinnok je passieren würde. Zum ersten Mal zeigte Shinnok mir gegenüber wirklich, wie sehr auch er emotional litt. Immer hatte er mir zugehört, mir beigestanden, mir geholfen. Und ich hatte seine Hilfe immer angenommen, ohne wirklich eine Gegenleistung gebracht zu haben. In diesem Moment merkte ich, wie ignorant ich all die Zeit gewesen war. Bulbi, versteh mich nicht falsch. Du bist meine beste Freundin. Nun, meine einzige auch, aber das ändert nichts. Aber ich habe dieses Gefühl, dass ich derzeit nur Schaden anrichte. Ich schade den Bewohnern der Stadt. Ich schade mir selber, da ich mich mit jedem Tag schlechter und schlechter fühle. Und ich schade dir. Bulbi, ich kann nicht einfach zusehen, wie deine Familie zerbricht. Nur weil ich hier bin. Vielleicht finde ich an einem anderen Ort mehr Glück. Ich habe diese Gedanken schon lange, aber ich war nicht entschlossen genug. Bulbi, ich glaube wirklich, dass es Zeit für mich ist, zu gehen. Wenn Shinnok gehen würde, würde er vielleicht wirklich einen Ort finden, an dem er willkommener wäre. Ein Ort, an dem er wirklich Glück finden würde.
Doch konnte er dies nicht auch an diesem Ort? Und vor allem, was sollte ich denn ohne ihn tun? Er war mein einziger Freund in meinen dunkelsten Zeiten, meine einzige Zuflucht in den Weiten der Einsamkeit. Doch gleichzeitig durfte ich nicht nur an mich denken. Auch Scheinungsgefühle hatten einen Wert, auch wenn ich dies wohl zu selten verstanden hatte. Es musste eine Lösung geben, die alle glücklich machen würde. Eine Lösung, die uns nicht trennen müsste, die unsere Träume erfüllen könnte. Einen Moment zögerte ich. War das, was ich nun tun wollte, wirklich das Richtige? Oder machte ich einen großen Fehler? Nicht einmal die Sterne am Nachthimmel konnten mir diese Entscheidung nun abnehmen. Scheinux, du hast mir nie geschadet, auch wenn du es behauptest. Im Gegenteil. Meine Familie, du hast recht damit, dass sie zerfällt. Aber daran bist nicht du schuld. Denkst du, ich würde jemals glücklich werden in einer Familie, die meine Träume, meine Wünsche nicht akzeptiert? Du bist der einzige Grund, weshalb ich es dort noch irgendwie aushalten kann, aber ich will nicht auch der Grund sein, wegen dem du leidest. Erneut stockte ich und blickte in den Himmel hinauf. Doch immer noch wusste ich, diese Entscheidung lag nun ganz bei mir. Sollte ich ihn fragen? Es gäbe kein Zurück mehr. Ich würde ein neues Leben beginnen. Doch wollte ich das wirklich? Ich blickte zurück in meine Vergangenheit, meine Kindheit, mein erstes Treffen mit Scheinux. Der Tag, an dem meine Eltern zum ersten Mal meinen Traum ablehnten. Die Pokémon in dieser Stadt akzeptieren dich nicht, weil sie dir nicht vertrauen. Doch sie alle sind keine schlechten Pokémon. Du musst ihr Vertrauen bloß erst verdienen. Ich habe schon lange einen Traum. Den Traum einer Gilde beizutreten. Ja, und jeden Tag merke ich mehr und mehr, dass meine Eltern es nie zulassen werden und ich es mehr und mehr möchte. Deswegen denke ich, ist die Zeit gekommen. Ich werde morgen früh zur Gilde gehen. Und ich werde ihr beitreten. Scheinux Blick spiegelte seine Überraschung stark wider. Du willst das wirklich versuchen, aber wie willst du deine Eltern überzeugen und den Gildenmeister davon, dich anzunehmen? Irgendwie überzeuge ich den Gildenmeister schon und meine Eltern, sie werden nichts davon erfahren. Was meinst du mit, sie werden nichts davon erfahren? Du willst doch nicht... Die Sorge schien deutlich in seinen Augen. Doch, Scheinux, es ist Zeit für mich, den Ort zu verlassen, der für mich eigentlich ein Heim sein sollte. Es hat sich nie angefühlt wie ein Zuhause. Sie wollen mich nicht bei meinen Träumen unterstützen und deswegen... Ich werde das nicht länger ertragen. Auch wenn ich noch vor Minuten selber an meiner Idee gezweifelt hatte, spürte ich mehr und mehr die Flamme der Entschlossenheit in meiner Brust brennen. Als ich aufstand und weitersprach, ich weiß selber nicht, ob zu Scheinux, mir selber oder zu den Sternen. Ich werde meine eigene Reise beginnen und die Abenteurerin werden, die ich immer sein wollte. Ich werde das Glück finden, das ich schon so lange suche. Ich werde nach den Sternen greifen und nicht aufgeben, bis ich meine Ziele erfüllt habe. Und keiner wird mich davon abhalten. Niemand. Und wenn ich dafür um die ganze Welt segeln muss, irgendwann werden sie alle meinen Namen kennen. Und die Zeit ist gekommen, mit dieser Reise zu beginnen. Ich merkte, wie meine vor Entschlossenheit brennende Stimme sanfter wurde. Und Scheinux, ich will nicht, dass du leidest. Ich will, dass auch du deine Träume verfolgst und bis zu den Sternen gelangst. Aber vielleicht kannst du diesem Ort noch eine Chance geben. Du kennst mich, das weiß ich. Und du weißt auch, dass wenn ich hier neben dir stehe und vor Selbstbewusstsein strahle, alleine kann ich so etwas nicht. Vielleicht ist es viel zu viel verlangt und ich möchte wirklich, dass du bei dieser Entscheidung auch an dich denkst. Aber Scheinux,
Würdest du mit mir versuchen, der Gilde beizutreten? Ich brauche einen Teampartner, um dort einzusteigen. Du bist der Einzige, in dessen Umgebung ich wirklich ich selbst sein kann. Ich brauche noch dieses Mal deine Hilfe, um meinen Träumen zu folgen. Sobald ich aufgenommen wurde, werde ich dich gehen lassen, wohin du willst. Nur dieses eine Mal noch. Bitte. Mir war bewusst, in welcher mentalen Zwickmühle Shanuk sich befand. Einerseits wollte er nicht mehr an diesem Ort bleiben. Er war vermutlich ziemlich überzeugt, dass ich bei der Gilde nicht einmal angenommen werden würde und plante innerlich bereits seine Abreise. Aber andererseits war er auch damals schon gewesen, wie auch all die Jahre darauf. Er würde mich nicht im Stich lassen wollen, gerade bei einer Entscheidung, die mein Leben so sehr beeinflussen würde. Und auch wenn mein Gewissen hierbei wieder etwas schmerzte, mir war bereits bewusst, welche Entscheidung er treffen würde. Wieder einmal würde er seine eigenen Interessen an zweite Stelle stellen. Aber ich war fest entschlossen, dass ich dafür sorgen würde, dass er diese Entscheidung nie bereuen müsste. Ich weiß nicht. Versteh mich nicht falsch, Bulbi. Ich möchte dir helfen und hoffe auch, dass du deinen Träumen folgen kannst. Und solange du dir sicher bist, dass der Weg, den du gehen willst, der richtige für dich ist, werde ich der Letzte sein, der versucht, dich aufzuhalten. Aber ich weiß wirklich nicht, ob ich ein Teil davon sein sollte. Denkst du nicht, dass deine Chancen, angenommen zu werden, vielleicht sogar sinken, wenn ich dich begleite? Du weißt, wie die meisten Pokémon zu mir stehen. Sie alle verachten mich. Deswegen ist es vielleicht das Beste, für mich zu gehen. Ich verstehe dich, aber gib dem Ding noch eine letzte Chance. Bitte. Wenn die Gilde uns wirklich nicht annimmt, dann kannst du gehen, wohin du willst. Ich werde dich nicht aufhalten. Im Gegenteil. Wenn du kein Problem damit hättest und die Gilde uns nicht annimmt, dann will ich dich begleiten. Ein weiteres Mal schien er nicht zu verstehen, was in mir vor sich ging. So war ich schon immer. Ich war immer sehr wankelmütig gewesen und schwer vorhersehbar. Er wirkte nach dieser Aussage etwas wehmütig, doch ich spürte genau, wie sehr mein Angebot ihn rührte. Du meinst das wirklich? Natürlich, wenn die Gilde mich nicht annimmt, dann habe ich nichts mehr, was mich an diesem Ort halten würde. Außer dir. Und wenn du diesen Ort verlässt, dann komme ich mit dir. Zunächst schien er nicht wirklich Worte finden zu können, die wirklich ausdrücken könnten, was er dachte. Nun gut. Morgen früh gehen wir beide zur Gilde. Du bist die einzige Freundin, die ich habe, und dich zu verlieren wäre ein großer Rückschritt für mich. Ich habe sonst einfach niemanden. Ich werde dem Ganzen eine Chance geben, aber sollten sie uns nicht annehmen, dann gehe ich. Und wenn du dich wirklich entscheidest, dann mit mir gehen zu wollen, dann werden wir einen Ort finden, an dem wir beide eine bessere Zukunft haben. Versprochen. Nun schwiegen wir beide erst einmal wieder. Es waren keine weiteren Worte nötig. Am nächsten Morgen würde mein Leben sich auf jeden Fall verändern. Ich würde endlich frei sein. Und ich würde bei Shinux sein. Ich glaube, diese Nacht war die erste, in der ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich ohne Shinux nicht leben könnte. Er war mein bester und auch mein einziger Freund. Er war bereit gewesen, so vieles zu opfern, nur damit ich glücklich wäre. Aber nun hatte ich endlich verstanden, was es hieß, selbst Opfer für ihn zu bringen. In diesem Moment war ich wahrlich entschlossen gewesen. Würde die Gilde uns nicht aufnehmen, würde ich meinen Traum begraben und bei Shinux bleiben. Ich erinnere mich noch an genau dieses Gefühl. Damals spürte ich, dass Shinux immer mein bester Freund sein würde. Und nun, ich kam wieder etwas aus meinen Gedanken hervor, zurück ins Hier und Jetzt. Funkenherz lag immer noch neben mir, war jedoch inzwischen eingeschlafen. Ich wusste, dass ich damals Unrecht gehabt hatte. Nach so vielen Abenteuern, nach so großen Taten, nach so vielen Erlebnissen. Er war mehr als nur ein Freund geworden. Er war ein Partner fürs Leben.
Damals wussten wir es beide noch nicht, doch irgendwann spürten wir es selber. Egal wie kurz oder lang unsere Leben dauern würden, jede Minute, die wir zusammen verbringen könnten, würden wir auch zusammen verbringen. Unser Band war etwas zu Wertvolles, um es nicht Tag für Tag zu pflegen. Und ich weiß ja auch, wie die Geschichte damals ausging. Er hat es mir damals auf der Sternlichtspitze selber gesagt. Er hatte mir gesagt, trotz all der Qualen, die er erlebt hatte, trotz all dem Zweifel, all den Krisen, trotz all der Schmerzen, all den Ängsten, dem Unbewusstsein seines Lebenssinnes, so viel hielt ihn von einem glücklichen Leben eigentlich zurück. Doch trotzdem sagte er mir damals, an diesem Ort, dass er trotz alledem glücklich gewesen war, dass er seine Lebensentscheidung nie bereut hatte. Und er hatte mir gesagt, dass dies alles mein Verdienst wäre. Dass ich ihn durch sein Leben begleitet hatte, war der Grund gewesen, weshalb er weitergegangen war. Weshalb er nie aufgegeben hatte. Und manchmal wünschte ich, ich hätte ihm damals gesagt, dass ich genau dasselbe fühlte. Tag um Tag hatte er mich vor dem Wahnsinn bewahrt. Er hatte mich geliebt. Und ich ihn. Wieder versank ich in meinen Gedanken. Den Rest der damaligen Nacht hatten wir beide an diesem Cliff verbracht, welches immer noch so viel Freude bereitete, bis langsam der Morgen anbrach und die Tore der Gilde sich öffneten. Immer noch war ich sehr nervös, auch wenn ich selber noch am vorigen Abend versucht hatte, Shanooks Hoffnung zu machen. Wieso sollte die Gilde uns annehmen, war die Frage. Was konnten wir ihnen denn bringen, außer Probleme? Eigentlich waren wir beide doch viel zu jung für solche Abenteuer. Aber ich wusste, dass ich nun stark bleiben müsste. Shanooks war bereit, vieles für mich zu riskieren. In diesem Moment dürfte ich nicht meine Stärke verlieren. Also gingen wir beide zur Gilde, bereits während dem frühen Sonnenaufgang. Wirklich geschlafen hatte ich in dieser Nacht kaum. Zumindest glaubte ich das. Die ganze Nacht waren wir am Cliff geblieben und hatten nicht viel anderes getan, als hinauf in die Sterne zu blicken. Vielleicht war ich irgendwann in der Zwischenzeit eingeschlafen, hatte es jedoch einfach nicht bemerkt. Ich wusste auch, dass Shanooks kein Anhaltspunkt bei dieser Frage war. Er hätte mich sehr sicher nicht geweckt, sollte ich wirklich eingeschlafen sein. Dafür kannte ich ihn zu gut. Gleichzeitig war ich mir im Klaren, dass er selber vermutlich kein Auge zugemacht hatte. Er tat dies sehr oft nicht, sodass ich mich oft fragte, ob er überhaupt schlief. Andererseits erzählte er selber mir, dass er oft eher vormittags schlief, zumindest wenn es nichts anderes für ihn zu tun gab. Sollte er einmal nachts schlafen, laut eigener Aussage, würde er auch nicht vor dem späten Vormittag wieder wach sein. Sein Schlafrhythmus war wohl einfach anders als der vieler anderer. Doch irgendwie passte es zu ihm. Sein ganzes Leben lang bewunderte ich an Shanooks wirklich, wie unabhängig er sein Verhalten von anderen machte. All die Zeit schien er sich nie wirklich etwas daraus zu machen. Was andere von ihm dachten, entweder akzeptierten sie ihn so, wie er war, oder sie wären ohnehin keine Pokémon, zu denen er Kontakt suchen wollte. Genau so etwas begeisterte mich immer an ihm. Wenn man sich einmal die Zeit nahm, um Shanooks wahrlich kennenzulernen, sah man die Vielschichtigkeit seiner Person und die Tiefe seiner Gedanken. Er war immer ein recht nachdenkliches Pokémon gewesen, welches sich eher auf die Bedürfnisse anderer fokussierte als auf seine eigenen. Und auch an diesem Tag lag sein Fokus wieder auf den meinen. Als wir bei der Gilde ankamen, zögerte ich einen Moment. Würde ich auf dieses Gitter treten, gäbe es kein Zurück mehr. Vielleicht würde mein lebenslanger Traum hier ein Ende finden, weil der Gildenmeister uns nicht annehmen wollte. Aber andererseits, wenn wir die Gilde nicht besuchten, bestand nicht einmal eine Chance, dass er uns annehmen würde. Mit diesen Gedanken im Kopf und mit Shanooks vollster Unterstützung
trat ich also auf das Gitter, aus welchem sogleich eine Stimme ertönte. Sie klang sehr metallisch, und da ich ein derartiges Pokémon manchmal bereits in Schmuckstadt gesehen hatte, erschloss ich mir, dass dieses Gildenmitglied wohl Magneton sein musste. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Das Pokémon ist ein Bisasam. Begleitet dich noch jemand? Obwohl ich eigentlich wusste, wie die Prozedur am Eingang verlief, erschrak ich doch etwas, als die Stimme unterhalb des Gitters ertönte. Aber nachdem die Stocksekunde überstanden war, antwortete ich: Shinux ist bei mir. Bitte bestätige, Shinux. Ja, ich bin auch hier, Magnetilo. Kurz wunderte ich mich über Shinux Stimmlage. Eine Stimmlage, welche verriet, dass er Magnetilo anscheinend tatsächlich von irgendwoher kannte. Gut, ihr dürft eintreten. Das Tor vor uns öffnete sich und wir konnten die Gilde betreten. Der erste Schritt war schon einmal geschafft. Sag mal, Shinux, woher kennst du denn Magnetilo? Du hast es gemerkt. Naja, es ist nichts allzu Wichtiges. Aber du weißt ja, wie die Leute hier über mich denken. Glaubst du, dass uns noch nie jemand versucht hat, irgendwie die Gilde gegen mich aufzuhetzen? Magnetilo hat schon ein paar Mal bei mir vorbeigeschaut, auch wenn ihm eigentlich relativ egal ist, was die Leute so reden. Daher kennen wir uns zumindest irgendwie. Dass er mir irgendwie vertraut, bezweifle ich allerdings. Selbst so weit gingen manche Pokémon in der Stadt, aber warum? Ich hatte es damals nie verstanden und auch heute verstand ich es immer noch nicht. Was war es, dass so viele Pokémon so gegen jemand Unschuldigen aufgehetzt hatte? In der Gilde angekommen, wurden wir von einem Pokémon empfangen. Es war für mich recht überraschend, dass er tatsächlich gar nicht so viel älter wirkte als ich und Shinux. Die Spezies des Pokémon erkannte ich sofort. Es war ein Zickzax. Was führt euch beide in die Gilde? Habt ihr einen Auftrag, für den ihr unsere Hilfe braucht? Offensichtlich in vollem Bewusstsein, dass ich immer noch sehr nervös war, übernahm Shinux direkt die Antwort. Nein, wir wollen der Gilde beitreten. Die Reaktion, die wir auf diese Anfrage bekamen, war zwar ehrlich gesagt nicht weit von meinen Erwartungen entfernt, doch trotzdem tat sie ziemlich weh. Der Gilde beitreten. Wir haben wirklich keine Zeit für solche Spielchen. Wir haben hier wichtige Jobs zu tun. Wenn es das dann war, dann geht wieder. Ich war kurz davor, ihm zu widersprechen, als sich ein anderes Mitglied der Gilde einschaltete. Die Spezies dieses Pokémon war mir deutlich ungeläufiger als die des Zickzacks. Irgendwann in einem Buch hatte ich sie bestimmt schon gesehen, aber mehr nicht. Du solltest die beiden nicht einfach so abweisen, Zickzacks. Ich denke nicht, dass die beiden hier Witze machen und in diesem Fall ist es die Aufgabe des Gildenmeisters zu entscheiden. Der Einspruch seines Gildenkameraden schien Zickzacks doch sehr zu verwundern. Willst du die Zeit des Gildenmeisters wirklich so verschwenden? Die beiden sind gerade mal Kinder, sie können der Gilde nicht beitreten. Geh wieder auf deinen Posten und überlass mir das. Ob sie beitreten können oder nicht, darf der Gildenmeister immer noch selbst entscheiden. Widerwillig befolgte Zickzacks die Anweisung und ließ uns mit dem unbekannten Pokémon zurück. Also, ihr beiden wollt tatsächlich der Gilde beitreten. Euch ist klar, was für eine Anfrage das ist, oder? Ihr seid wirklich noch sehr jung dafür, Gildenmitglieder zu sein, denkt ihr nicht? Ich weiß auch, dass wir wahrscheinlich nicht angenommen werden, aber ich möchte es wenigstens versuchen. Dann werde ich euch nicht daran hindern. Folgt mir bitte zum Büro des Gildenmeisters. Meine Nervosität wuchs weiter und weiter, als wir dem unbekannten Pokémon weiter folgten. Ich fühlte mich, als würde ich es nicht mehr durchhalten. Als könnte ich einfach nicht mehr an diesem Ort bleiben, ohne zu kollabieren, aber gleichzeitig konnte ich jetzt nicht mehr umdrehen. Wir würden den Gildenmeister treffen. Ich musste nur noch ihn überzeugen, dann könnte ich endlich meinem Traum folgen. Auch wenn es sich anfühlte, als wären bereits Stunden vergangen, war es wohl keine Minute später, als wir endlich vor der Tür des Gildenmeisters standen. Gildenmeister, ich habe zwei Besucher für dich. Herein mit ihnen. Das damals unbekannte Pokémon, welches uns hergebracht hatte, öffnete die Tür direkt vor uns und ließ uns passieren.
Ein bereits recht gealtertes Pokémon befand sich im Inneren des Raumes. An sich wirkte er nicht sonderlich einschüchternd, doch all die Geschichten, die ich über Schmuckstadts Gildenmeister Hubbelupf gehört hatte, veränderten meinen Eindruck. Und vor allem die Macht, welches dieses eine Pokémon nun über meine Zukunft haben konnte. Er alleine bestimmte nun, wie mein Leben weitergehen würde. Entweder würde ich ein Teil dieser Gilde werden, oder ich würde, so wie ich es Shinnok versprochen hatte, mit ihm verschwinden. An einen unbekannten Ort, an dem vielleicht wir beide eher akzeptiert würden. Hallo ihr beiden, was führt euch denn zu mir? Wir wollen der Gilde beitreten. Letztlich hatte mich meine Aufregung doch etwas überkommen. Die fragenden Blicke des Gildenmeisters verhießen jedoch nichts Gutes. Der Gilde beitreten? Euch beiden ist bewusst, was die Berufung eines Erkunders wirklich ist, oder? Denkt ihr nicht, dass es zu gefährlich für euch wäre? Nein, wir wissen, wie gefährlich es ist, aber zumindest ich bin sowieso an dem Punkt, an dem ich nichts mehr zu verlieren habe. Weiterhin blieben die Blicke Hubbelups fragend. Doch nun wirkten sie tatsächlich neugierig. So siehst du das also nun. Wie wäre es, wenn ihr beiden euch einmal vorstellt? Erzählt mir doch einmal, wer ihr seid und weshalb ihr der Gilde so dringend beitreten wollt. Ich tauschte einen kurzen Blick mit Shinnok, bevor ich mit meiner Erklärung begann. Mein Name ist Bulbi. Ich habe die letzten Jahre mit meiner Familie im Wald gewohnt. Ich wollte schon immer der Gilde beitreten, aber ich habe mich entschieden, so früh hierher zu kommen, damit ich endlich von zu Hause verschwinden kann. Ich halte es dort nicht mehr aus. Ich habe nur das Gefühl, dass meine Eltern mich hassen. Sie wollen mir alles verbieten. Abenteuer erleben, Shinnok treffen. Sie wollen mir verbieten, meine eigene Zukunft zu leben. Und von mir hast du bestimmt schon manchmal gehört. Ich bin Shinnok. Das Pokémon, das immer für den ganzen Trubel im Ort sucht. Ich bin vor allem wegen Bulbi hier. Ich will ihr dabei helfen, ihre Träume zu erfüllen und vielleicht auch eine Chance bekommen, den Leuten in Schmuckstadt zu beweisen, dass ich nicht so ein schreckliches Pokémon bin, wie sie alle denken. Es war eindeutig, dass wir Hubbelupf sehr zum Nachdenken brachten. Du bist also dieses Pokémon, von dem alle reden, Shinnok. Und Bulbi, deine Motive sind doch sehr zu hinterfragen. Denkst du nicht auch? Ich merkte bereits, dass weder Shinnok noch ich bisher einen überzeugenden Eindruck hinterlassen konnten, doch ich war nicht bereit aufzugeben. Nicht so, nicht, wenn noch nicht alles entschieden war. Ich weiß selber, wie hirnrissig es alles klingt, was ich hier rede, aber ich habe schon so lange überlegt. Und es sind Monate, Jahre vergangen. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Mein Leben zu Hause fühlt sich seit Ewigkeiten an wie eine endlose Abwärtsspirale. Meine einzigen Lichtblicke sind meine Treffen mit Shinnok und selbst ihn soll ich jetzt verlieren. Wegen Vorurteilen. Wegen Pokémon, die Shinnok misstrauen, ohne ihn zu kennen. Ich will endlich aus dieser Spirale herauskommen. Egal wie. Wenn ich hier nicht angenommen werde, dann eben auf einem anderen Weg. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass hinter der professionellen, strengen Schale des Gildenmeisters eine emotionale, mitfühlende Seite zum Vorschein kam. Bulbi, sagtest du, ist dein Name. Dein Drang ist für mich mehr als verständlich. Und gerade, wenn du wahrlich so unglücklich in deinem Zuhause bist. Ich spüre in dir auch großen Abenteurergeist. Damals dachte ich nie wirklich darüber nach, was er meinen könnte, oder wieso er auf einmal trotz meines Erfahrungsmangels so positiv mir gegenüber gestimmt war. Und auch viele Jahre später, selbst als Funkenherz bereits auf der Welt war. Ich wusste es nie, aber ich dachte auch nie darüber nach. Erst auf der letzten Reise in die dunkle Welt, oder eher gesagt, kurz davor verstand ich es endlich. Hubbelupf hatte meinen Bruder gekannt, den ich selber nie kennenlernen durfte. Er war damals auch unter Hubbelupf-Erkunder gewesen. Nur, dass ich selber mich nicht an ihn erinnerte. Also,
hatten nicht nur meine Eltern es mir so viele Jahre vorenthalten, sondern auch Hubbelupf. Doch um wieder in die Vergangenheit zurückzukehren. Ich freute mich bereits im Bewusstsein, dass ich Hubbelupf endlich überzeugen könnte. Als ich zeigte, auch hier sollte es keine einfache Lösung geben. Niemals gab es so etwas. Nun gut, Bulbi. Ich wäre bereit, dich in meine Gilde aufzunehmen. Jedoch, Scheinux, verstehe mich bitte nicht falsch. Doch ich habe nie Gutes über dich vernehmen können und auch wenn du vielleicht ein gutes Pokémon sein magst, ich kann dich nicht aufnehmen. Selbst wenn ich es wolle, der Ruf meiner Gilde stünde vielleicht auf dem Spiel, so wie dir Pokémon gegenüber handeln. Aber ich hoffe nach allem, was ich von dir gehört habe. Vielleicht ist das für dich ja nicht allzu schlimm, solange Bulbi ihrem Traum folgen kann. Ich verstand zunächst ehrlich gesagt gar nicht, was genau Hubbelupf wirklich redete. Doch Scheinux blieb ruhig. Ich werde es so annehmen. Mein Ziel war vor allem, dass Bulbi aufgenommen wird, also kann ich zufrieden sein, ja. Dann werde ich nun gehen und dem Weg folgen, den ich schon vorher geplant hatte. Er wandte sich an mich. Also Bulbi, es scheint so, als würde es hier wohl doch enden, aber du kannst endlich deinen Traum erfüllen und das ist doch etwas Tolles. Meinst du nicht? In seinen Worten steckte wahrlich Freude. Keine Freude über den Abschied, sondern einfach Freude für mich. Und natürlich hatte er recht. Endlich könnte mein großer Traum wahr werden. Ich konnte Teil von Hubbelupfs Gilde sein. Und doch, dieser Moment damals war wohl der erste in meinem Leben, in dem ich wirklich erkannte, was im Leben eine Bedeutung trägt. Natürlich solle jeder seinen Träumen folgen, doch oft ist auch der Weg das Ziel und vor allem die Freunde, die man auf dem Weg findet. Nein. Es tut mir leid, so deine Zeit zu verschwenden, Hubbelupf, aber wenn Scheinux geht, dann werde ich ihm folgen. Was, Bulbi, bitte überleg dir das noch einmal. Ich möchte wirklich nicht, dass du deine Träume jetzt wegen mir aufgibst. Ich werde auch alleine klarkommen, wirklich. Hubbelupf schien derzeit noch kein Interesse zu haben, sich in unser Gespräch einzumischen. Er selber wusste auch, dass dies etwas war, was ich und Scheinux miteinander ausmachen mussten. Ich habe es mir gut genug überlegt und was nützt es mir denn, dieser Gilde beizutreten, wenn es letztlich doch nichts besser macht? Vielleicht könnte ich Erkunderin werden, schön und gut, aber sonst. Ich habe keine Freunde außer dir, Scheinux, und wenn ich der Gilde so beitreten würde, es würde mir wahrscheinlich nur aus der endlosen Spirale helfen, um mich in die nächste hineinzuwerfen. Lieber lasse ich das mit der Gilde bleiben und habe dafür wirklich noch eine Chance, dass die Dinge besser werden. Ich sah in Scheinux Augen genau, er wollte weiter darauf beruhen, dass ich in der Gilde bleiben sollte, doch gleichzeitig hatte auch er keine Argumente mehr. Er wusste, er würde mich nicht umstimmen können. Niemand würde mich umstimmen, egal wer. Und genau deshalb wollte er selber es auch nicht mehr versuchen. Also wenn es das ist, was du willst, dann freue ich mich natürlich. Auch wenn ich hoffe, dass du diese Entscheidung nicht irgendwann bereuen wirst. Also war alles entschieden. Von außen gesehen hatte ich in diesen Minuten meinen ganzen Lebenstraum einfach aufgegeben, nur für ein Pokémon und nun genau das war es auch, was geschehen war. Aber anders als man es vielleicht denken mag, wusste ich genau. Es wäre die richtige Entscheidung. Hubbelupf sagte immer noch kein Wort zu dem, was vor sich gegangen war, bis ich ihn selber noch einmal ansprach. Es tut mir wirklich leid, dass wir deine Zeit so verschwendet haben. Wir werden uns dann wieder auf den Weg machen. Weiterhin blieb Hubbelupf einfach stumm. Scheinux und ich entschieden uns, dass es keinen Sinn hatte, noch weiter zu warten.
und machten uns deswegen auf, um den Raum zu verlassen. Doch es wird für niemanden ein Geheimnis sein, dass die Dinge nicht einfach so endeten, wie es an diesem Punkt aussah. Auch wenn keiner meiner Freunde der Wurzelwelt diese Hintergrundgeschichte kannte, wüssten auch sie, dass ich und Scheinux für Jahre Mitglied von Hubbelupfs Gilde waren. Doch wie konnte dies zustande kommen? Welche Wendung des Schicksals wartete denn noch damals in der Vergangenheit? Nun, es ist so simpel, wie es sein könnte. Kaum hatten ich und Scheinux uns aufgemacht, um den Raum zu verlassen, brach Hubbelupf seine Stille endlich. Wartet ihr beiden, einen Moment. Neugierig darüber, was der Gildenmeister nun noch von uns wollen könnte, stoppten wir. Geht bitte noch nicht, ihr beiden, gerade du, Bulbi. Ich möchte euch nicht einfach davonlaufen lassen, mit dem Gewissen, dass ihr in unbekannte Fern reist. Das wäre schlicht verantwortungslos von mir. Es tut mir leid, aber ich sagte es schon. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ja, Bulbi, und ich sehe das, aber nun, der Ruf der Gilde ist eine Sache. Aber Verantwortung und Moral sind doch um einiges wichtiger. Wenn du Scheinux folgen wirst, dann habe ich es mir anders überlegt. Wenn ich euch nicht ohnehin schon verschreckt habe, wenn ihr noch wollt, wäre ich bereit, euch beiden eine Chance in der Gilde zu geben. Während ich wieder einen Moment brauchte, um wirklich zu verstehen, was Hubbelupf uns auf einmal angeboten hatte, wirkte Scheinux vollkommen perplex. Wie, auf einmal ist es doch möglich? Meintest du nicht gerade noch, dass du mich nicht in der Gilde aufnehmen möchtest und auf einmal bin ich gut genug? Hubbelupf schien Scheinux Misstrauen und Rage gut verstehen zu können. Ich weiß, es wirkt gerade, als würde ich euch irgendwie einen schlechten Streich spielen, aber Scheinux, bitte denke nicht, dass ich dich nicht als Teil der Gilde haben möchte. Worum ich mich sorge, ist, was die Leute denken. Und in einer Gilde, welche Pokémon helfen möchte, muss Vertrauen herrschen. Und so sehr ich auch an dich glaube, andere tun das nicht. Deswegen bitte ich dich auch einmal zu sehen, was für ein Zwiespalt ich ertragen muss in dieser Lage. Zunächst schien Scheinux keine Antwort zu wissen. Er blickte den Gildenmeister unsicher an und wandte sich an mich. Also, was machen wir nun? Was denkst du? Scheinux, immer fragst du mich. Immer denkst du nur daran, was ich möchte. Dieses Mal entscheidest du. Ich folge dir, egal wie du dich entscheidest. Dieses Mal lasse ich ganz dir die Wahl. Es war offensichtlich, wie unerwartet diese Reaktion für Scheinux war. Sein Blick mischte so viele Emotionen miteinander. Und manche dieser Gefühle zeigten auch, dass ich mich über all die Monate wohl nicht so verhalten hatte, wie es einem so gutmütigen Pokémon gegenüber angemessen wäre. Ich war wohl doch sehr egoistisch gewesen. Ich hatte mich immer so sehr in den Vordergrund gerückt. Oft jedoch auch, dass Scheinux selber mich dorthin rückte. Nur im Rückblick auf diese lang vergangenen Zeiten begann ein schlechtes Gewissen in mir aufzusteigen. Auch in späteren Phasen unserer Beziehung, selbst nach Funkenherz Geburt, hatte Scheinux sich selber oft sehr in den Hintergrund gerückt. Und nun, wo ich an die Dinge dachte, die geschehen waren, ich fühlte mich, als wäre ich einfach undankbar gewesen. Als hätte ich mich nie auch nur im Ansatz revanchiert für all die Dinge, die er für mich immer getan hatte. Und trotzdem war er immer da, hat immer alles für mich und Funkenherz getan. Hatte ich Scheinux überhaupt verdient gehabt? Hatte unsere Welt ihn überhaupt verdient gehabt? Das Einzige, was ich sicher beantworten konnte, war, Scheinux hatte nicht verdient, was ihm geschah. Wie aus dem Nichts hatte Darkreis finstere Macht ihn aus dem Leben gerissen, welches er kannte, und sein eigener Widerstand aus dem Leben, welches er führte. Selbst in diesen letzten Minuten war er so stark geblieben, nur um uns zu schützen. Doch je mehr ich über alles nachdachte, was Scheinux durchgemacht hatte, wie er agiert hatte, wie er gedacht hatte. Vielleicht war dieses Ende für ihn tatsächlich eine Befreiung gewesen? Hatte er je einen wahren Sinn im Leben gefunden? Er selber hatte mir so oft erzählt, dass Funkenherz und ich alles waren, was er wirklich hatte. Doch es stimmte nicht, das wusste ich. Er hatte Zweifel, Trauer, Wut und den Drang, es alles zu beenden.
War ich wirklich so blind gewesen? War ich wirklich über Jahre so blind gegen den über gewesen, den ich eigentlich liebte? Denn nun, wenn ich so dachte, litt Shinnok unter derart schweren Depressionen über all die Jahre hinweg. Er wurde nur geschaffen, um zu kämpfen und zu leiden. Er wusste und sagte es selber. Und Funkenherz und ich, wir hatten aus seinem Leben mehr gemacht, als von seinem Vater je vorgesehen war. Shinnok, ich weiß nicht, ob du eines Tages lesen oder irgendwie mitbekommen wirst, was ich hier heute schreibe. Werde ich es dir eines Tages vielleicht selbst mitteilen? Wenn wir uns eines Tages wiedersehen in den Welten des Jenseits, oder willst du mich überhaupt wiedersehen? All meine Blindheit, all mein Egoismus, all mein Unverständnis. Wie sehr haben sie dich wirklich gequält? Blickst du selber auf dein Leben zurück und denkst, wenn ich nur Nibulbi begegnet wäre, dann wäre alles besser geworden? Oder ist das nur, was ich mir einrede? All die Antworten, die ich suchte, wirkten entfernter als die Sterne im Himmel, welcher langsam die ersten rötlichen Spuren des Sonnenaufgangs zeigte. Wehmütig raffte ich mich auf. Shinnok, ich weiß nicht, ob ich dir je wirklich eine gute Partnerin war, ob ich dir überhaupt eine gute Freundin war. Und ich werde es wohl nie herausfinden, aber ich habe dir ein Versprechen gemacht und dieses Versprechen werde ich einhalten. Da kannst du dir sicher sein. Ich werde erst ruhen, wenn ich weiß, dass Funkenherz Zukunft eine tolle wird. Ich werde alles für sie tun, egal was es kostet. So, wie du es auch für uns getan hast. In Funkenherz steckt einiges von dir. Sie ist das Letzte, was mir noch wahrlich von dir bleibt. Und ich schwöre bei meinem Leben. Jetzt ist die Zeit gekommen, mich endlich für alles zu revanchieren. Ich verspreche es. Shinnok, ich werde weiterkämpfen. Und wenn es nur für Funkenherz ist. Bis wir uns eines Tages wiedersehen werden. Mama? Ich hörte leise Funkenherz verschlafene Stimme neben mir erklingen. Ja, ich bin es, Funkenherz. Ja, du hast weiter getrauert, nicht? Ich wusste nicht, was ich wirklich antworten sollte. Sie wusste selber, dass sie recht hatte und ich wusste es auch. Ich weiß, dass es schwer für dich ist, aber du musst versuchen, irgendwann weiterzumachen. Mama, für mich war es doch auch nicht leicht, aber es wird uns noch nicht helfen, ewig nur zu trauern. Einerseits war sie vollkommen im Recht, doch andererseits würde ich jemals aufhören können, Shinnok nachzutrauern. Gerade mit all den Zweifeln, die immer noch in meinen Gedanken kreisten. Wie sollte ich nun einfach loslassen? Die Erinnerungen waren zu lebendig, um sie einfach zu ignorieren und sie würden auch nicht aufhören, es zu sein. Vergessen war keine Option und solange ich mich erinnerte, würde ich auch nicht einfach stoppen können zu trauern. Es war ein ewiger Teufelskreis, ein bodenloses Loch, welches in meinem Inneren geblieben war, dort, wo einst Shinnok war. Du hast recht, Funkenherz, aber du musst auch deine Mutter verstehen. Sie hat so viel zusammen mit Shinnok erlebt, dass du dir gar nicht vorstellen kannst. Du hast selber zwei große Reisen erlebt, aber zwei, für die beiden vielleicht noch größere, hast du nie erlebt, da sie vor deiner Geburt stattfanden. Und Bulbi, ich weiß, dass du nicht einfach vergessen kannst, was geschehen ist, aber ich habe es dir schon angeboten. Vielleicht würde es dir helfen, wenn du nicht all deine Zeit an diesem Ort verbringst, den du alleinig mit Shinnok verbindest. Offensichtlich hatte Ivy sich zu uns gesellt, ohne dass ich es aktiv bemerkt hatte. Sie hatte Schmuckstadt seit dem Ende unserer Abenteuer bereits ein paar Mal besucht. Hauptsächlich wegen mir und Funkenherz. Bereits vor ihrer ersten Abreise zurück in die eigene Heimat hatte sie Funkenherz und mir angeboten, sie zum Stamm zu begleiten und dort zu leben, gerade um all den Erinnerungen zu entkommen. Allerdings hatte ich jedes Mal dankend abgelehnt. Wollte ich wirklich meine alte Heimat zurücklassen? Irgendwo auch meine Erinnerung mit Shinnok. Ich hatte mich bisher immer dagegen gesträubt, doch
gerade jetzt, wo ich selber merkte, wie sehr es alles an mir zerrte. War es vielleicht das, was für mich nötig war? Ich weiß es einfach nicht, Funkenherz. Was denkst du denn? Würdest du lieber zum Stamm ziehen oder willst du hier bleiben? Was meinst du denn? Ehrlich gesagt war die Frage selbst eher rhetorisch. Ich kannte Funkenherz nicht auf diese Sache. Sie war eindeutig dafür, dass wir auf den Waldkontinent umzogen. Und sie hatte wohl auch recht. Dort waren nicht all diese Erinnerungen und alte Freunde, die uns warmherzig aufnehmen würden. Zumindest laut Ivys Erzählung hoffte zum Beispiel Blatt ebenfalls, dass wir uns zum Stamm gesellen würden. Groudon, der inzwischen ein fester Bestandteil des Stammes war, ebenfalls. Und Spark hat uns das Ganze schon mehrfach selber gesagt. Er reiste immer zusammen mit Ivy nach Schmuckstadt und war auch in diesem Moment vermutlich einfach in der Gilde, um mit seinen alten Kollegen, allen voran mit Endivir, zu sprechen. Weiter voneinander entfernt als in diesen Momenten waren Spark und Ivy ohnehin eigentlich nie. Zwar hatten die beiden bereits kurz vor Ende unseres letzten Besuches in der dunklen Welt zueinander gefunden, doch wahrlich ein Paar waren sie eigentlich noch nicht so lange. Genauer gesagt relativ seitdem unsere Abenteuer zu Ende sind und Ivy wieder dauerhaft beim Stamm ist und schlicht und ergreifend Zeit für eine Beziehung hat. Du weißt, was ich denke, Mama. Ja, das stimmt. Also gut. Ivy, morgen begleiten wir dich zum Waldkontinent. Wir nehmen das Angebot an. Es wirkte nicht so, als würde Ivy sich sehr freuen, aber natürlich auch nicht, als würde sie sich ärgern. Alles in allem wirkte sie einfach neutral dem Ganzen gegenüber. Ich verspreche dir, ihr werdet diese Entscheidung nicht bereuen. So verließ ich bereits am folgenden Tage meine langjährige Heimat. Für immer? Das wussten nur die Sterne. Doch diese schien mir auch noch einmal mitteilen zu wollen, dass meine Wahl die richtige sein sollte. Wir wurden beim Stamm bereits freudig empfangen. Und das nicht nur von erwarteten Gesichtern. Anscheinend nur kurz zu Besuch waren beinahe all meine Freunde. Latias, Latios, Sumpex, Floink, Flamiau und Günther waren alle beim Stamm. All die Gesichter, all die Geschichten hinter ihnen. Und auch ich war eine von ihnen. Im Verlaufe meines Lebens war ich zu einer Legende geworden. Aber trotz dessen wusste ich genau, meine besten Zeiten waren vorbei. Würden die Dinge werden wie vorher? Niemals. Doch trotz allem hatte ich meine Freunde und ich hatte Funkenherz. Und ich wusste genau, Funkenherz würde Großes erreichen. Unsere Tochter. Shinux, ich verspreche es. Du wirst niemals vergessen werden. Niemals.